Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu der gemütlichen Runde Generation Zero mit dem Voucher und mit unserem Alterle, der macht gerade sein Demoralisierungs-Hip-Hop. Hier geht's heute weiter, hier waren wir gestern stehen geblieben. Wir haben wieder 80 Munition für unser Automatgewehr 5 und da hinten die nächste Tür, die wir aufmachen müssen. Es ist jetzt kein Robo mehr nachgespawnt hier drin. Ich nehme an, dass die Inaktiven einfach irgendwie aktiviert worden sind, wie auch immer es passiert ist. So, meine Lieben, ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier gleich wieder auf die Mütze kriegen. Ja. Und der war schon tot, offensichtlich. Da bist du halt einfach nur eine neue Tür. Das war vorher nicht so, ne? Vorher war das irgendwie gechillter in den Bunkern. Irgendwo ist noch eine. Ich denke mal hinterm Gitter. Alterle, unser Name. Guck mal, aber der hat auch ein kleines Dösle, ne? Der hat auch ein kleines Dösle. Der auch. Erstmal raus und ich habe schon wieder Hundle gehört. Könnte aber auch sein, dass der unten ist. So, wieder rein. Ja, Leute, ist doch cool. Jetzt kommen wir nämlich langsam auch an die Munition besser ran, so wie ich das gemerkt habe. Da liegt ein Rucksack, ich guck rein. Oh, ein Verband in Ehren kann auch unser Alter hier nicht verwehren. Batzel den gleich mal da drauf. Sehr schön. Weißt du, was ich jetzt mache? Dem Inventar zuliebe. Ah, ich behalte sie mal noch. Wie viel haben wir denn von der Munition noch für die? Für die haben wir halt auch gesammelt wie Sau, ne? Guck mal. Welche ist denn das hier? Das ist die 7,6er. Die ist voll. Dann kann ich die hier drauf machen, ne? 7,6 Panzerbrecher. Vollmantel, ah, deswegen. Für die haben wir halt unheimlich viel Munition hier. Ich nehme aber an, weil wir auch mit der die ganze Zeit geschossen haben, dass der Loot sich so ein bisschen orientiert halt dran, ne? Was du so benutzt. So habe ich zumindest das Gefühl gehabt die ganze Zeit. Und hier haben wir jetzt aber. Wieso verschwindeten die hier immer? Für die Pumpgun haben wir auch ziemlich viel. Für die Handfeuerwaffe. Und für unser Scharfschützengewehr. Ich raff's gerade nicht. Das Automatgewehr hat angeblich noch 38-30. Sehe ich die bloß nicht? Ich gehe nochmal durch. Das ist klar. Irgendwas stimmt gerade nicht. Guck mal. Ich muss das mal ganz kurz rausmachen. Ergänzung entfernen. Vollmantelmunition. So. Und wenn ich die hier drauf mache, dann verschwindet die komplett aus dem Inventar, weil 68. So, und jetzt lade ich nach. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ist ja wurscht. Hauptsache, wir haben 68. So, Leute, jetzt müssen wir hier genau gucken, auf was wir uns einlassen. Ich nehme ja an, dass da unten mit Sicherheit mindestens einer ist. Auch das wird wahrscheinlich nicht schöner werden hier. Ist auf jeden Fall der Quest über. Hier müssen wir sein. Keine Zecken? Das haben sie sich echt nehmen lassen, hier eine Zecke zu platzieren? Hätte ich nie gemacht. Okay. So, Leute. Festung Torsberger Artillerieabschnitt eingeschränkter Zutritt. Okay. Das Dokument beschreibt das Protokoll für die Einsätze der Festung Torsberger und des dortigen Bataillons, sowie in ruhiger als auch in sowie in ruhigen als auch in Krisenzeiten. Jeder hat einen Abschnitt eingekreist. Festung Torsberger eingeschränkter Zutritt. Aufgrund seiner strategischen Bedeutung ist der Zugang zur Artillerie sowie zu allen Bereichen des Artilleriebunkers einschließlich der Wohnräume strengstens auf unbefugtes Personal beschränkt. Auf befugtes Personal beschränkt. Diese Einschränkung gilt für sämtliche in der Kommandozentrale stationierten Personen. Das Zutritt erfolgt durch. Was? Kann ich das scrollen? Der Zutritt erfolgt durch eine verbale Gegenbestätigung, wechselnder Sicherheitscode für den Hauptkontrollraum, wohin die Tür auf der Ferne entriegelt wird. Also müssen wir wahrscheinlich was finden, ne? Stelle die Stromversorgung in der Festung wieder her. Gott, haben wir da. Die Vergeltungsmissionen sind halt schon ziemlich geil. Ich mag die, ne? So.
Ah, offensichtlich müssen wir dann jetzt erstmal noch einen Schritt weiter. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Nee. Nee. Okay. Stromversorgung ist ja kein Problem. Ich nehme jetzt mal schwer an. Ich mache mal da vorne auf. Es sei denn, die ist, müsste ja normalerweise zu sein jetzt hier, ne? Okay, die ist tatsächlich ganz dicht. Die ist abgesperrt, also müssen wir runter. Machen wir. Wir kommen. Ich bin gespannt. Okay, da muss ich aufpassen. Okay, hier ist nirgendwo wirklich ein sicherer Bereich. Theoretisch geht es da weiter. Ich höre auch einen großen, aber den höre ich schon seit 2 Tagen, dass da irgendwo noch ein großer ist. Wo ist die? So, achten wir mal drauf, ob der sich hier irgendwann erhebt, ne? Es sind Haufen Soldaten zu looten, das ist sehr gut. Da ist noch eine. Hier ist die nächste. Ist noch eine da? Da ist noch irgendwo was. Hallo, mein Freund. Hier, das ist, glaube ich, die Munition, die wir brauchen, ne? Das heißt, wenn ich die Munition in dem Aufmaß habe wie die hier, schmeiße ich die alte Waffe raus. Wenn ich ganz ehrlich bin, ah doch, da ist sie. Ja, ich glaube, dass das noch 2, 3 Loot-Vorgänge sind, dann haben wir das. Erstmal alles absichern, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben es hier soweit safe, Leute. Immer. Läuft eigentlich die Aufnahme? Seid ihr da? Hier in der Aufregung? Sieht gut aus, ne? Ich glaube, dass wir hier so weit durch sind. Hier ist eine Munitionskiste. Was ist die hier eigentlich nochmal? Alles klar. Das ist die Teilmantel. Die geht aber nur bis 120, aber ist okay. Und ein Soldat hing noch irgendwo Scheps, den ich noch looten wollte, ne? Hier ist auch nochmal eine Kiste, die nehme ich auch noch mit. Erstmal alles einsammeln immer. Den haben wir, ne? Okay, meine Lieben. Dann geht es jetzt für uns drüben dem Raum vielleicht weiter, dass wir da nochmal kurz hingucken. Beziehungsweise erstmal hier zuschalten, würde ich sagen. Finde das Kommandozentrum. Ja, machen wir. Müssen wir auf die andere Seite, schätze ich mal. Spannend. Spanny Money. Wir hauen euch alle weg. So, Achtung. Erzähl mir, dass hier nichts ist. Hier hätte ich mindestens 2 Läufer noch stationiert. Wichtig, dass der Alter seine Kettler lootet. Ohne die Ketten wäre es nicht unser Alterchen. Ganz mutig mal hinstehen. Machen wir jetzt auch nicht so oft. Ist voll das Schleichspiel geworden, ne? Okay, nehmen wir alles rauf. Guck mal ganz kurz durch, was du gelootet hast. Ich meine, den hier, dann können wir den hier loswerden. Haben wir einen schönen Dreier jetzt, das finde ich super. Dann hätten wir noch die Möglichkeit, Faustfeuer Möller. Die haben wir natürlich jetzt nicht. Da haue ich die wieder raus. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Ordnung schaffen kurz, Leute. Das machen wir mal hier, das machen wir hier. Blau war die Handfeuerwaffe aktuell, ne? Dann würde ich sagen, blau für die Handfeuerwaffe hier hin. Das hier war für die alte.
Gelb war für die fürs Jagdgewehr und das hier war für die Pump. Und die Munition brauche ich hier. Ich will das Risiko irgendwie nicht eingehen, die Munition jetzt komplett wegzulegen, ne? Aber ich nehme an, wir finden jetzt noch mehr davon. Jetzt probieren wir mal unser Glück. So, hier ist. So, weil wir hatten das montiert. Ist ja auch schlimm. So, hier muss ich mit Sicherheit mal kurz reingucken. Was ist denn da oben drauf? Ah, der Anzeiger. So, ist hier irgendwas? Nee. Gut, die Kommandozentrale wollen sie das versuchen, beziehungsweise finden. Dann werden wir das jetzt auch tun. Ich nehme an, wir müssen wieder hoch und durch die Zuschaltung vom Strom werden jetzt wahrscheinlich die Dinger auch frei sein. Den Bereich haben wir. Jetzt muss ich nur vorsichtig sein hier. So. Fangen wir mal bei der Tür an, ob sich da was erledigt hat oder getan hat. Ne, die ist tatsächlich immer noch dicht. Die war gesperrt. Ist immer noch abgesperrt. So. Das muss reichen erstmal. Gehen wir wieder hoch. Wo könnte das sein? Wir gucken jetzt in die Richtung zum Unterschlupf. Das heißt, ich kann mal die Weg. Die mache ich mal weg. Irgendwo wird es weitergehen. Wir haben ja Zeit, ne? Ich gucke jetzt die ganzen Türen, die verschlossen waren, durch, ob irgendeine davon wieder auf ist. Wenn nicht, gehen wir hier raus. In Richtung, wo der große war. Okay, hier geht's weiter. Oder ist es hier, wo ich zugemacht habe, vorhin, um mich zu schützen? Ich glaube, das habe ich zugemacht, gell? Ne, hier waren wir noch nicht. Aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt für dieses Automatgewehr so wenig Munition habe, gehen wir hier ein bisschen looten auch, ne? Das heißt, wir gucken tatsächlich die Zimmer in aller Ruhe ein bisschen rum. Hier zum Beispiel. Und da ist eine Waffe dabei. Die nehme ich auf jeden Fall. Die nehme ich auch mal mit Klauke. Wir haben doch eine Klauke, oder? Ja. Haben wir sowas schon montiert? Ne, siehst du? Haben wir eine Aufwertung für unsere Klauke gefunden. Schöne Geschichte. Einser können wir dran lassen, die nehmen wir nicht mit. So, das Zimmer haben wir durch. Da ist ein Haufen Beute hier in der Gegend noch. Ich nehme an, wir müssen da runter. Tief im Innern eines Bunkers ist der Alterle geboren. Und hört schon die nächste Zecke wieder. Ihr habt aber auch eine Art zu springen. Ihr wisst ganz genau, ne? Mit Schrägsprung und allem. Hier ist aber jetzt niemand mehr. Dann geht's hier wieder weiter. Ich dachte, ich trick's aber aus. Da ist auf jeden Fall einer am Deck. Komm nur, mein Freund. Die sind halt einfach taktisch auch, ne? Weiß der jetzt genau, dass er fällig ist, oder?
Fußzeh geschossen. Und dann hat er dann eingezogen, weißt du? Geile Geschichte. So, mein Freund. Und nochmal eine. Oh, jetzt holt er uns. Jetzt holt er uns. Ah! Da kannst du gar nicht. So. Ein bisschen Spaß beim Robo gehabt. So. Weiter geht's. Ich höre noch mehr. Da sind noch mehr Läufer drin um die Ecke. Junge, Junge, da haben wir uns eine Mission rausgesucht, ne? Wie immer. Ich mag die Mission, die wir uns raussuchen. Wir haben echt ein gutes Händle. So, wo ist denn die Zecke jetzt? Suche nach Informationen. Ja, machen wir. Dann sind wir schon mal richtig hier, ne? Da hinten hockt sie, Leute. Jetzt hat sie kein Dösle mehr. So, bist du aber doch nicht alleine, oder? Die war doch bestimmt nicht allein. Ich nehme an, dass hinter dieser Mauer noch eine hockt. Sehr cool. Okay, aber jetzt haben wir offensichtlich alle. Die nächsten kommen da hinten um die Ecke und hier ist irgendwo das Informationsding, was wir suchen sollten, ne? Vorne. Vorne am Tisch, Leute. Spannend bleibt's. Hier. Funk. HMS. Wiesborg. Torsberger, Torsberger, bitte kommen. Artilleriefeuer. Hier spricht die HMS Wiesborg 10 Seemeilen südöstlich von Hissningen-Ästedt. Artilleriefeuer hält an. Wir werden von ihren Waffen beschossen. Bitte um Erklärung. Ich wiederhole, sie schießen auf Verbündete nicht. Abrupte Unterbrechung. Verschaffe dir Zugang zur Artillerie-Selektion der Festung. Okay, weiter geht's. Artillerie-Sektion der Festung. Betritt den Bunker der Küstenartillerie. Was steht da? Arbeitsstation? Ja. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz ins Log. Betritt den Bunker der Küstenartillerie. Ich nehme an, dass wir jetzt hier eigentlich raus müssen, um dann in den Bunker der Artillerie zu kommen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kommen wir aber auch unterirdisch hin, ne? Wir gucken erstmal weiter. So, Zecke, wo bist du? Hinter der Tür. Ja, offensichtlich. Und schon nochmal Akku, hast du gesehen? Okay. Ich gewöhne mir jetzt dieses halbautomatische Spiel an hier. Da spare ich unheimlich viel Muni. Natürlich muss es geübt sein. So, da ist schon die nächste hinten dran. Ziehst dir rein, wie ich es geahnt habe. Komm, ich hab dich doch eigentlich erwischt gehabt, du Arsch. Ey, allalle. Wo ist er? Da schießt noch irgendwo einer. Du bist ja ein komischer da hinten drin. Siehst du mal rein. Leute. Hip-Hop-Voucher steht da. Ja, klar, durch den Emote von der Folge. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt? Er ist ja auch schon wieder so ein durchgeglitschter hier, ne? Ja, ja, glitsch nur weiter, tu dir weh, ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Okay, weiter geht's, Leute. Ich heile mich jetzt erstmal nicht auf, weil ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel. Da kriegst du zu viel bei manchen Aktionen von dem Spiel hier. Hallo. Spider-Man. Spider-Man 2. Aber wir kommen gut durch eigentlich, ne? Kannst du eigentlich fast nichts sagen. Also beschweren dürfen wir uns nicht. Es könnte schlimmer sein.
Kommt ihm eins. Nur eins. So, gleich wieder aufs Gewehrle. Nachladen zur Sicherheit. Geht die Muni langsam wieder aus hier von dem Teil. Ich will diese Vergeltungsmission komplett machen. Da habe ich voll Spaß dran gerade. Keine Zecken im Eck. Direkt aufs Dösle. Hey, mal gespannt, wo wir den jetzt gleich wieder treffen, ne? Mit seiner Fähigkeit, durch die Wände zu kommen. Wir brauchen mehr Loot eigentlich. Hier soll doch angeblich so viel Zeugs drin sein. Hier ist mal wieder eine Kiste. Immerhin. Da ist aber kein Zeugs mehr, ne? Soll ich vielleicht... Sollen wir vielleicht umswitchen? Dass wir die mal rausnehmen, weil die brauchen wir gerade eh nicht. Welche habe ich denn da jetzt drauf gemacht? Die Postenmunition, ja, ist okay. So, Leute. Ne, ich hab's ja nicht. Ich hab's nicht richtig gemacht, Entschuldigung. So, jetzt habe ich das Jagdgewehr hier, soweit passt's. Jetzt, ne? Machen wir mal hier mit der ein bisschen weiter. Ist er schon da? Fast. Ja, von der Munition haben wir halt zumindest ein bisschen was, ne? Bis ich von der anderen nachgelootet habe. Wenn wir nochmal Loot finden, irgendwie hier ist mal wieder was. Oh, schön. Ich nehme alles. Zack, einmal alles genommen und schon habe ich das Inventar wieder zugemüllt, ne? Der kann da unten mit drauf. Ne, es sind verschiedene. Dann haue ich das wieder weg. Die mache ich eigentlich auch weg. Ich brauche die nicht. Noch nicht. Nehme ich lieber die beiden mit. So. Wo ist der? Mit ihm, ne? So, weiter geht's. Mal wieder reingeschaut. Die hasse ich einfach. Das ist der Hammer, wie groß und weitläufig das jetzt hier alles wieder ist, ne? So, irgendwelche Rucksäcke, da war Loot. Hier. Nimm alles mit, Digga, solange du kannst. Okay, das geht schon wieder nicht, weil das hier. Muss ich nochmal rein, irgendwas muss schon wieder raus. Die kann ich jetzt mal rausmachen, ich brauche die längste Zeit nicht. Das würde ich gerne behalten, weil ich es einfach nicht weiß, wann wir es brauchen. Das nehme ich auch ganz selten, das machen wir hoch. Posten. Dann machen wir die Vogeldunst weg. Teilmantel, Teilmantel. Vollmantel, panzerbrechend. Die benutze ich fast nie, deswegen mache ich das jetzt so. Vollmantel, panzerbrechend. Das machen wir dann tatsächlich
So rum, so rum. Sturmgewehr. Ich würde es ja raushauen. Ich bin mir einfach nur nicht sicher, ne, ob ich es nicht doch bald irgendwann mal wieder einsetzen muss. So, weiter geht's. Okay. So. Zumindestens die. Ah, das können wir eigentlich alles nehmen, ne? Sag mal, ich finde aber für unser Dings hier auch nicht wirklich Munition, ne? Jetzt gerade schon wieder. Vollmantel, panzerbrechend. Ist schon komisch. Aber das kommt bestimmt noch. Ne, die habe ich gerade eben rausgeschmissen. Die nehme ich jetzt nicht wieder auf. So, weiter geht's. Hier lang war's, gell? Einfach durchlooten, dass wir ein bisschen was zusammenkriegen. Da ist nichts. Junge, Junge, ich sag's dir. Da geht was hier, ne? So. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Hier war klar. Hier sind wir schon gewesen, ne? Ja, da sind wir hier hoch. Wo geht's weiter? So. Da waren wir auf jeden Fall drin. Hier offensichtlich auch. Sind wir einmal rum, oder? Ist das die letzte Tür? Ich natürlich hier jetzt auch noch mal. Zack, zack, Waffe gefunden. Zweier. Können wir alles drin lassen? Brauchen wir nicht. Ja, dann sind wir hier durch. Jetzt geht es natürlich die Frage, wo geht's weiter, ne? Ich denke, dass wir jetzt hier raus müssen irgendwie aus dem Bunker und dann rüberlaufen auf dieses, was auch immer das ist, ein Rollfeld oder ein Hangar oder sowas. Machen wir jetzt einfach. Wir gucken mal, dass wir rauskommen. So. Mal durch. Da müssen wir, glaube ich, rein. Nur einmal gucken, ob wir auch wirklich alles haben. Na, ich glaube. Krasse Scheiße. Bin ich wieder zurück, oder? Alter, du kannst dich schon mal verrennen hier, wenn du das nicht taktisch genug machst. Ne? Und ich verflieg natürlich jedes Mal in mein altes Chaos. Nee, nächstes. So. War hier, die haben wir zugemacht, die Tür. Da weiß ich nicht mehr so hundertprozentig. Jetzt machen wir hier wieder auf. Da war dieser eine Roboter, der da vor ein, zwei Folgen ständig nachgespawnt ist, ne? Ich nehme an, dass wir hier durch müssen. Gott, haben wir da ein viel. Das war eine Folge. Leck mir am Arsch. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Dunkel sein müsste es draußen. Da war man nicht drin, weil die war gesperrt. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Ja, das sind wir locker. Das sind wir locker nochmal. Eine Folge beschäftigt hier, ne? Aber vielleicht führt es uns ja auch schon direkt ans Ziel, dieses Stückchen hier. Schauen wir einmal. Draußen ist ein großer unterwegs. Hier guck mal rein, da gibt es bestimmt. Irgendwas für uns. Nee. Nee.
Kakteen hier unter der Bettdecke. Irgendwo hier wird es weitergehen. Hört ihr den Großen draußen? Lass das mal weg. Das wäre natürlich ein Paradies, wenn ich die beide mitnehmen kann. Munitionskiste. Aber wieder nicht die Muni, die ich gern hätte. Nächster LKW machen wir jetzt alle auf. Da ist ja meistens ein bisschen was drin. Nur den. Draußen haben wir wieder einen Kampf mit einem Großen vor uns. Machen wir halt noch eine Runde. Hier kriege ich die beide. Ne, ich kriege die nicht mehr. Dann lasse ich sie jetzt hier drin. Okay. Da gucke ich auch noch rein. Da war auch noch meine Kiste. Die würde ich mitnehmen. Und hier alle mitnehmen. Brauchen wir nicht. Habe ich die jetzt hier nicht genommen? Alles nehmen, ja klar. So, Leute. Ist der drin? Nee. Wir müssen da runter. Das heißt, wir gehen jetzt hier raus und versuchen dann halt im Außengelände, ne? Hier ist auch noch ein LKW. Ein Linsi. Lass mal wirklich, auch wirklich mal Glück haben und die andere Munition finden, die mir fehlt. Keine Chance. Okay, pass auf. Was ist denn hier? Jessle, Kadessle. Ah, herrlich, da ist wieder von der, die ich brauche, ne? Warte mal, ich muss rein, ich muss sauber machen. Ich lege die jetzt mal ganz kurz ab. Nö, ist mir eigentlich egal. Warte mal geschwind. Gegenstand ab. Ich lege die jetzt einfach mal ganz kurz ab, weil ich muss jetzt was gucken. Ob ich nicht, dass ich die Farben durcheinander bringe. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall hier die Möglichkeit, ne? Entweder mit Vollmantel oder beides mal Vollmantel. Dann haben wir da jetzt Munition, dann lasse ich das Zeug jetzt endlich hier, Leute. Wir wechseln jetzt hier offiziell auf die neue Waffe, würde ich sagen. Aber jetzt merke ich gerade, ich habe die Uhrzeit schon wieder vergessen. Die nehme ich jetzt nochmal, damit ich das Zeug auseinanderbaue. Gucken, ob wir noch was gebrauchen können. Gegenstand ablegen. Einen Platz zuweisen. Ah, da war nur Munition drin. Dann kann sie wegbleiben, ne? So, Leute, ich höre jetzt an der Stelle auf. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir könnten natürlich auch vom nächsten Mal von dem Unterschlupf hier rüberlaufen, weil ich nehme an, dass es halt da für uns jetzt weitergeht, dass wir tatsächlich ins Außengelände müssen. Hier sind wir gekommen. Die drei LKWs haben wir. Die zwei Panzer, die gehen uns nichts an. Das Ding haben wir aufgemacht. Hier ist jetzt nichts mehr. Wir müssen raus und dann geht es außen weiter. Dann würde ich beim nächsten Mal mit euch von außen einfach die Mission weiterverfolgen. Dann kann ich nämlich jetzt hier eine kleine Aufnahmepause machen, dass es nicht zu viele Folgen am Stück werden. Wo ist denn der? Ja, der ist außerhalb dieses Dings. Ja, jetzt hat er mich gehört. Da ist leer. Den nehmen wir mit. Habe ich irgendwas übersehen? Ich will den wenigstens einmal gesehen haben, bevor wir jetzt gehen. Krasse Scheiße, Alter. Irgendwo da klebt er. Ja, hier geht's beim nächsten Mal weiter. Einer, zwei. Da ist der Große, ne? Gut.
Alles klar. Meine Lieben, ich danke euch herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitfiebern. Morgen 18 Uhr geht es hier weiter. Die Vergeltungsmission. Aktueller Status ist bei uns. Moment, ich guck mal rein. Betritt den Bunker der Küstenartillerie. Das machen wir morgen. Da bleiben wir dran. Es ist eh noch Nacht. Ich freue mich auf die Runde. Heute ein bisschen überzogen. Und dafür sind wir aber eine ganze Ecke auch weitergekommen. Ich bin gespannt, meine Lieben. Bis morgen.